Hallihallo, meine lieben Leute. Willkommen zu einer weiteren Runde Parworld mit meiner lieben Freundin, die ich sofort hinzunehme. Zack. Hallo. Hey. So, wir machen uns direkt an den Mehrspieler dran. Der Server ist an. Let's go. Instant. I wanna play! Bin schon drauf. Play some Parworld. Jetzt also. Oh, die zerstören hier sogar die Steinvorkommen selbst. Heftig. Gut. Endking arbeitet schon. Die machen Steinvorkommen. Wo? Wo man versteckt? So ein normales Steinvorkommen, das Hä? irgendwo spawnt. Im Hä? Kampf. Der macht den. Du das auch? Hier. Ja, ist das neu? Also es ist bis jetzt noch nicht passiert, Weil deswegen bin ich gerade so. das Ding ist, die machen auch das Holz da kaputt. Und das würde bedeuten, mein Schatz, und es tut mir sehr leid, aber das würde bedeuten, die machen auch die Bäume da kaputt. Die da rumstehen. Muss ich damit leben, aber ganz ehrlich, ich finde es extrem cool. Ja, das ist auch wieder wahr. So, Palsphärenfang. Ich brauche noch Nägel und Palladium-Bruchstücke. Palladium. Ich habe Palladium angefragt. Hatte ich nicht Nägel? Ich hatte doch eigentlich gestern noch Nägel gemacht, oder? Ups. Da ist ein Nagel. Ich könnte schwören, ich hatte Nägel. Okay. Keep your secrets. So, du wolltest das hier jetzt alles sortieren, gell? Das heißt, ich kann all mein. Okay. Ja. Menschenfressender wilder Pals. Die menschenfressende Pals, ey. Ja. Ich weiß, warum man die kaputt macht. Ja. So sieht nämlich aus. Naja, unsere Pals sollten trainiert genug sein. Ich glaube nicht, dass das Problem für die ist. Aber hier mal die Alarmglocke testen. Ja, mach doch mal. Aktuelle Anweisung: Eindringlinge zurückschlagen. Ja, müsste jetzt normalerweise. Ja, die fangen auch schon Ja. an. Bist du. Yeah, den fange ich aber noch. Der Mensch. Ich wollte den. No! Die gehen halt immer, die gehen viel zu schnell kaputt. Slumball ist einfach gelaufen. Stark, unsere Pals. Das Slumball ist einfach hier laufen, ist das. Ich glaube, wir brauchen noch etwa die Sandsäcke. So. Wahrscheinlich Arbeitet! nicht. Arbeitet. So. Da ist so eine Steinaxt drin. Ich mache die mal gerade raus, damit ich das Ei hier reinlegen kann. Achso, und dann wollte ich, glaube ich, hingehen und wollte auch noch zusätzlich so ein paar Eisen machen. Die kann man weg. Und so. Achso, ich habe ja auch noch so Stahlschlüssel. Nicht nur die Stahlschlüssel behalte ich, aber falls wir irgendwie rumreisen oder so, dann vergesse ich die zumindest nicht. So. Den Nägel. Mag mir wer helfen? Von ein paar. Ich glaube nicht. Gut, perfekt. Doch, einer kommt. Dankeschön für das Helfen. Schwert sich so ein kleines Hündchen die ganze Zeit im Hintergrund. Ich hoffe, man hört den im Spiel nicht. Nö, nö, nö. Und selbst wenn, es wäre süß. Come on. So, wenn wir hier unten die Wohnetage haben. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich alles mit
Kisten vollstellen will. Keine Ahnung. Aber gleichzeitig weiß ich auch nicht, ob ich extra den Weg nach oben auf mich nehmen will. Ich gehe davon aus, dass wir noch ziemlich viele Palbetten da oben rein brauchen. Mhm. Würde ich mir den Platz gerne einsparen. Das schreit doch nach einem neuen Haus. So ein Lagerhaus eigentlich. Also so ein Lagerhäuslein. Das wäre actually, das wäre was, was wir brauchen. Hier drüben, maybe? Wo? Lass mich mal gucken, wo bist du? Hinter dir. Achso, ja. Halt ich, ja. Nicht eine gute Idee. Muss ja nicht schön sein. Haben wir denn vielleicht noch ein wenig zerkleiner Dings was da? Wie viele von denen können wir denn machen? 9 Stück. Ja, auch nicht die Welt, aber naja. Man nimmt, was man kriegt. Und man kriegt Holzfundament. Jetzt mal ein bisschen noch Palium abbauen. Ding, 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 ding. Palium-Bruchstücke. 5 Stück. Aber aus einem Ding kommen immer 5 raus. Ja, naja, man kann ja auch ein bisschen Stein abbauen. So. Stein ist ja auch drin. Steinhäuser? Ja. Mit dem nächsten Level glaube ich sogar schon. Level also mit 18. Ja. Okay. Level 18 kriegt man den Steinweg. Zu warten, oder? Ich weiß es natürlich nicht, ob es sich lohnt. Kann ich nicht hundertprozentig sagen, aber ich gehe davon aus, dass wenn wir nachher auch in anderen Regionen Sachen bauen und weiter quasi vom Level her sind, dass auch immer stärkere Gegner kommen, die dann auch vielleicht das Haus kaputt machen, weißt du? Und dann wäre es natürlich nice, wenn man so einen Stein, wenn man so ein Steinding hat. So. Dann baue ich einfach nochmal neu. So. Also zurückzubauen dauert jetzt auch nicht so unfassbar lang. Dementsprechend. Glaube ich, ist das okay. Wir bauen. Jetzt brauche ich noch Holz. No. Ach, I see. Da war was. Baue ein Haus. Mhm. Ja. Ich muss für mein eigenes Holz sorgen. Ich sehe schon. So. Ich habe eben selbst noch extra hierfür abgebaut, also. Gut. Dann machen wir mal die Palswärmbank. Die machen wir mal da. So, zack. Homage! Elfhütte, sie mir. My army. Eine Armee der Pals. Palsphärenbank ist fertig. Ich glaube, hier kann man die auch schneller und wahrscheinlich auch günstiger machen, die Palbank. Übrigens kann ich auch jetzt Megasphären machen. Die brauchen nur mehr Holz und mehr Stein. Und die brauchen einen Metallbach. Einen Metall bauen. Das ist also haben die quasi eine höhere Wahrscheinlichkeit, die einzufangen? Ich glaube ja. Oder ist das für größere Pals? Nee, ich glaube, die haben dann eine höhere Wahrscheinlichkeit, eingefangen zu werden. Wenn wir unsere Palbox verbessern. Das machen wir natürlich auch sofort. Let's go. Lager verbessern. Baue Kochtopf, baue Weizenfeld, baue Mühle.
Mühle hab ich. Ja. Das Geld gehabt. Schall. Kochtopf. Den haben wir noch nicht. Der ist Level 17. Gut. Okay. Aber ich kann auf jeden Fall schon mal hingehen, wenn du hier die... Oh, kann ich hier schon Kisten reinstellen? Hm. Ja? Also, ich hab Buggen bei mir manchmal so ein bisschen irgendwie. Ich stell mal hier so eine Eisentruhe in die Ecke. Du kannst da ganz, ganz viele Truhen hinstellen. Danke. Oh Gott, dauert das lang. Kommen Sie alle, helfen Sie mir. Oh Gott, da können auch Leute dran bauen. Holy, jawoll. Ah. Sieben. Sind alle da. Sieben, oh Gott. Ich hab auch noch geholfen. Oh ja, die ist groß. Oh ja. Das ist super. Das ist super. Die ist schön groß. Sehr geil. Jedes Mal noch. Hallo. Der bewässert das gerade. Okay. So, immer das bewässern. Nehmen wir noch ein paar Rohstücke raus. Let's go. Nee. Ich mach das hier mal alles direkt rein. Ich habe ja sogar schon zwei Megapals für ihn. So, die tragen das jetzt alles brav da rein. Das ist gut. Dann gehe ich mal kurz noch ein bisschen Erz farmen. Mhm. Oh mein Gott. Was denn? Dino? Und kurz. Okay. Ja, nimm Dino. Jetzt die Frage. Nee, okay, ich kann mega Preisfähre aussuchen. Okay. Ich will den. Ey. Oh mein Gott, ah, der macht so viel Geld. Ja. Ich hatte eine Fangwahrscheinlichkeit von 2%. Mit meiner normalen. Please. Oh mein Gott. Ich hatte nur zwei Mühe. Ich hatte nur zwei. Yay, er ist ein Workaholic. Ich hab nur zwei Mega-Sphäre gehabt. Also ich hatte jetzt mit der normalen Sphäre eine Fangwahrscheinlichkeit von 2%. Uff. Okay, ja. Das halt. Na gut, der ist aber auch Level 17 schon. Und normalerweise, also ich bin halt Level 16 und deswegen wahrscheinlich. Der ist auch richtig gut. Ach, den können wir ja noch draußen setzen sogar. Nice. Ach, Level. Okay. So, der arbeitet jetzt auch. Wir machen ein bisschen Holz. Dann kann ich ja jetzt wirklich mal. Mal gucken gehen. Für ein wenig Eisen. Das ist ja lustig. Wenn mir einfach die Dinger anrempelt und die kriegen Schaden. Ach, geil. Richtig schön. Richtig schön. So, Kleinspitzhacke. Let's go. I'm gonna hammer it away. Oder Pickaxe it away. Ist das jetzt durch die Map gebackt wegen mir? Ich hoffe nicht. Dann muss ich noch gucken, wo noch irgendwo Erzvorkommen sind. Weil ich glaube, wir brauchen jetzt wirklich extrem viel Eisen. Ey, hörst du auf, mich anzugreifen? Jetzt ist aber ruhig hier. Ey.
Nix. Ups, Schwarz. Okay, töten wollte ich es jetzt nicht unbedingt. Das war eher weniger die Intention. Guckst du jetzt von oben? Ich schaffe es nicht, das Dach zu platzieren. Was? Also dachte ich vielleicht, wenn ich von oben drauf gucke. Aber nein. Und das denn? So. Warum schaffst du nicht, das Dach zu platzieren? Ich stelle mich jetzt aufs Dach drauf. Ja, das Problem ist, eine Kiste müssen wir wahrscheinlich hier aber stehen lassen, weil ich nämlich immer mein Zeug mal kurz wegräume. Sollen wir gleich schlafen gehen? Dann könnte ich mal gucken, dass ich noch irgendwo rumkomme. Irgendwie. Mach mir mal. Hast du auch einen Daydream? Nicht ausgerüstet, aber ja. Okay. Ich könnte ein Halsband machen. Wenn du Daydream ein Halsband gibst, dann ist es dauerhaft draußen. Ich mag aber keine Halsband. Kein Daydream, wenn ich so. Ich meine nur, ich glaube, man kann damit hingehen. Bin nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, man kann damit hingehen und kann vier Daydreams ausrüsten, die alle vier draußen haben immer und dann quasi noch sein fünftes Mon auch draußen haben. Also das heißt, du hast dann quasi fünf Stück, die mit dir fighten können. Das ist halt ziemlich bastard, dies. Ich hab nochmal vier. Ich hab nur vier zu viel. Ne, ich hoffe es leider nicht, ein Dach zu machen. So. Oh, man kriegt die Sphären relativ einfach irgendwann. Ja, einmal schlafen. Sleep, sleep. Ja, mal weiter. Noch mehr Holz für die Mühle. Denn unser Ei gebrütet? Ja, unserem Ei ist aber ein bisschen zu heiß. Ich glaube, das ist, weil daneben dir links steht. Backe. Ja. Das ist das Eigedamage. Du kannst mit B und dann C kannst du die Fackel, glaube ich, wieder wegmachen. So. Jetzt ist es zu kühl. Also anspruchsvoll ohne Ende. Ja, keine Ahnung. Was ist dann hier hin? Oh. Na egal. Geh mal einmal schlafen. Vielleicht ist es ja dann nimmer so kühl, wenn es dann wieder Tag ist. Vielleicht ist es dann genau richtig. Hallo. Ja, Moment, ich stelle sie gerade in die Mitte vom Fenster. Okay. Aber es ist immer noch zu kühl. Ne, das ist jetzt komischerweise zu weit weg. Also. Das sind sie immer. Das sind sie immer. Immer sehr anspruchsvoll. Sehr angenehm. Guck mal, jetzt ist es sehr angenehm. Und es dauert genauso lange wie vorher, glaube ich. Ja, aber das fände ich cool, wenn wir heute noch dieses eine Ei ausgebrütet bekommen. Ja, ja, das kriegen wir hin. Da bin ich auch definitiv gespannt, was da aus dem Ei rauskommt. Hier ist noch ein bisschen. Hier haben vielleicht wir irgendwie ja random Pals aus der Kategorie. Könnte ich mir vorstellen. Das kann natürlich sein, ja. Das kann sein. Mehr Erz.
ich guck, dass wir gleich vielleicht noch mal ein bisschen Holz bekommen. Da ist auch noch was. Ein bisschen mehr Holz. Damit ich eine Mühle vielleicht bauen kann. Ich guck mal, wie weit. Oh! Wir haben noch einiges an Holz in unserem Holzlager. Das ich auch gesammelt habe und jetzt bei 500. Ich bin. Ein bisschen viel. Wenn man so denkt. So, wo? Nee. Dammit! Ich mach echt zu viel Damage. Aber hier spawnen auch immer wieder Palsphären und so nach. Ja. Also hier spawnt alles immer. Alles immer ein bisschen nach. Das finde ich sehr gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Top notch. Um es so zu sagen. Jetzt müsste man nur noch irgendwie so einen Packesel-Palhead haben. Quasi extrem viel Gewicht tragen kann und ein Inventar hat. Das wäre interessant. Jetzt bin ich nämlich schon wieder voll. Aber für meinen Pal doch. Du hast gemeint, für den Pal macht das nichts aus, wenn du zu viel Gewicht hast. Für das Reittier, genau. Nee, leider nicht. Echt? Ja, ich bin jetzt gerade drauf und kann mich nicht mehr bewegen. So. Das ist noch nicht genug. Bilder kann man leider nicht an Wände hängen, so wie ich das sehe. Man kann Truhen auch nicht benennen. Nein. Den Stein ist wieder aufgesammelt. Nein. Komm schon. Nee, ja, auch das Pal bewegt sich extrem langsam. Okay, gut. Also. Willst du mir vielleicht so ein ganz klein bisschen entgegenkommen? Oder wo war ich? Weiß ich. Muss mal kurz gucken. Wie viel muss ich denn abwerfen? Irgendwas mit 30, ne? Und so kann ich mich. Ja, so kann ich mich auch relativ normal bewegen. Okay. Herz zu farmen ist halt wirklich doof, wenn du nicht genug Gewicht hast. Es ist. Es ist halt wirklich ätzend. Aber naja. Damit muss man halt einfach leben. Wählen Sie mal das da wieder aus. Lass ich hier das mal rein. Und ich lege einfach alles hier vorne immer in die Kiste da rein. Und du bist ja dran, die Dinger hier zu bauen, wie was ist das? Mühle und Weizenfeld, ne? Die Mühle habe ich schon platziert. Die steht mittlerweile am Wasser. Hm. Interesting. Was kann man hier machen? Okay. Man kann hier Mehl machen. Weizen. Wir haben aber kein Weizen, gell? Das müssen wir erstmal suchen gehen. Oder haben wir Weizen? Ich schwöre davon aus, Weizen müssen wir erstmal suchen. Weizen halt auch die Frage, wo. Wobei da ist wieder die Frage, wie kommen wir an die Weizensamen ran? Mhm. Genau, deswegen sage ich ja. Ja.
Immer noch ein bisschen. Okay. Immer noch ein bisschen Erz holen. Noch ein wenig Erze abbauen. 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 Wo haben wir. Warte, ich habe doch hier auch noch ein paar fallen lassen. Ah. Noch mal 4. Und auch noch ein paar Foxpacks. Ah, die greifen gar nicht an. Okay. Bleib drin. So. Nochmal. Komm. Nee. Nee. Bleiben Sie drin. So ist gut. So ist gut. Sehr schön. Ich glaube, ich muss auch nur noch einen Penguin, oder? Und dann habe ich da auch 10 Stück davon. Nicht in den Tod springen! Oh, das Weizenfeld zu erstellen. Was? Ich brauche schon Weizensaat. Ja, ja. Weizen. Genau. Was? Oh, wo? Bleibt schon drin? Ah? Ja, easy. Yay, und da haben wir auch 10 Stück gefangen. Komm schon. Ich hoffe gleichzeitig den Baum noch. Aber komm, du auch noch. Bleib drin. Sehr schön. Ich würde hingehen und würde einmal wieder an diesen Ort, wo der Penking war, und würde da mal gucken, ob es da irgendwo Weizen gibt. Perfekt. Das höre ich gerne. So. Ich mache hier die Sachen mal nochmal rein. Habe ich genug zu essen? Oh, auf jeden Fall noch ein bisschen essen. Dann machen wir uns noch ein paar rote Beeren. Gegrillte Beeren. So, was. Da können wir uns ein wenig Brot machen. Ein wenig Brot. Was aus unserem Kühlschrank genommen? Ich habe Sachen aus unserem Kühlschrank genommen, ja, aber nicht alles. Wahrscheinlich ist es dann schon kaputt. Also eins war noch drin, aber ansonsten war jetzt leider schon alles leer. Hm. So. Dann würde ich mich auf den Weg begeben. Einmal eine schnelle Reise zu unserem Penguin King. Wie viele Preisbären hast du da noch? Ich will gerade noch ein paar Preisbären mitnehmen. Ja, 17 ist vielleicht ein bisschen wenig. Warte. Machen wir mal in die Palbank. Guck mal. Wenn 19 Stück könnte ich machen. Könnte aber auch schon mal hingehen und 11 Megapalsphären machen. Als wir einen Pal sehen, der cool ist. Also der ein bisschen krasser ist. Mhm. Und dann können wir an den normalen Bänken hier, wenn wir noch haben, können wir noch normale Palsphären machen. Okay. Das ist wieder buggy von was wir haben her. Kann für mich wieder nicht hingehen und hier gescheit was in Auftrag geben. Oder noch
vielleicht daran, dass ich parallel versucht habe, Talisman zu craften. Und das Holz ausgegangen ist. Das Ding ist, ich wüsste jetzt gerne, eine kann ich machen. Das ist echt noch ein bisschen, ist echt noch ein bisschen buggy. Ich guck mal gerade, kann ich 11 machen? Ja, 11 kann ich auch noch mal machen. 11 geht auch gerade so. Ja. Kann doch meinen Daydream rausholen, der soll doch mal helfen hier. Level 17. Level 17. So. Machen wir die mal. Soll ich dann... Heizt dein Lager und schützt vor Kälte. Okay. Soll ich da mal den Kochtopf skillen? Jetzt kriege ich mal den Kochtopf und die Feuer. Mhm. Ja, die Feuerheizung kannst du ja machen, wenn die irgendwo hin sind, weil da ist auch noch ein Kabinenset. Ist auch noch ein Efeu-Set. So weit bin ich schon leider, ne? Kochtopf. Ja, ich würde gerne vorher noch das Weizenfeld so ein bisschen gucken, dass wir das Weizen daraus bekommen. So. Ja, falls hören wir noch. Ja, also langfristig gesehen würde ich die Bänke auf jeden Fall reinbringen. Ja, ja. Wenn man was mit so weit zur Kiste hat. Ah, du meinst in die, in das Ding da? Das Haus. Also in die, ins Abstell, in den Abstellraum. Das Lagerhaus. Ins Lager. Jawohl. Jo, 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 finde ich eine gute Idee. Finde ich eine sehr gute Idee. I like this idea. Also, ich habe jetzt ab Level 16. Ich nehme jetzt die Holzschutzwand Efeu-Set. Mhm. Eisentruhe hattest du die? Ja, die, ja, da habe ich schon eine ins Lager reingestellt. Ja. Oh, das Kaminset sieht cool. Oh, Teppiche! Gott, da liegen auch schon einige Sachen hier drin, die Parts gar nicht reingebracht haben. So, kommen Sie mal her. Wo sind sie denn? Da, legen sie mal ihre Palsphären. Bitte schön. Bitte schön. Nice. Dann würde ich sagen, Schnellreise. Begeben wir uns einfach nochmal zu dem Pen King. Der Pen King. Ich nehme an, dass der jetzt noch weg ist. Ich wollte gerade sagen, eigentlich müsste der noch weg sein, aber maybe. Maybe. Hat er ja resettet. Ne, noch 16 Minuten. Das funktioniert also. Leider. Oh, 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 oh. Nightwing. Nightwing. Und wir können ihn hitten. Denn... Oh Gott. Das war viel Damage. Ja. Ja. Whee. So, der nächste geht an dich. Ich hab noch keinen. Ich weiß. So. Oh. Hier ist halt so hier Desert-mäßig. Ich weiß nicht, ob wir hier. Ah, da vorne, das. Die habe ich auch noch, ne? Hast du auch noch keinen, ja.
dann. Aber langsam. Ich war noch nicht so weit. Oh. Der eine muss mit Nummer. Knapp direkt Weile, ja, ja. Wie das? Schlechte oh. Angewohnheit. Oh, meine Rüstung ist beschädigt. Nice. Einer Sekunde drauf. Was hast du denn für Rüstung? Dass die immer so schnell? Meine Stockrüstung. Ich krieg halt die ganze Zeit, ich krieg halt übelsten Damage. Ich werde immer getroffen. Irgendwie. Ich hab so viele Lebenspunkte geskillt. Nee. Nein. Ich habe einmal, glaube ich, auf Lebenspunkte geskillt, aber normalerweise. Was ist das? Wo bist du denn? Ein Sparkit. Ein Pokémon. Oh nein. Yes. Au. Na! Why did you do this? Ich wusste nicht, dass er so viel Schaden macht. Sorry. Ja. Das war doch die Hälfte, ich dachte, einmal hitten kann ja, aber ich noch. War doch auch am drauf. Ja, dann hau ich immer drauf. Alles okay. Alles okay. Ich helfe dir nicht mehr. So. Sag mal hier. Oh, da hinten sind Wilder. Da drüben ist noch eins. Ja, da drüben auf dieser Wand. Ah, ne, es ist ein Live-Wunk. Da sind auch noch so. Das sieht aus oben wie so eine Brücke, wo wir noch rüber können. Ja, hier sind noch Wilderer Rookie. Weg damit. Mir dein Geld. So wie hier. Oh, 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 ich glaube, das sind die. Das sind die cuten die Dinger. Die Toten, die ich unbedingt wollte. Oh, nice. Nice. Ein Fixie. Sollen wir mal hier hochgehen? Ach, ein Krimis. Jetzt stehen. Nice. Noch drei Krimis. Dann habe ich da auch den 10er Bonus. Hallo? Nicht hoch? Ja. Wir suchen ein wenig Weizen. Weizen, 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 Weizen. Oh, das ist fuck. Oh Kiste. Gott, das ist hier viel Eisen. Da eine Kiste. Das sieht aus wie eine alte Kirsche hier. Cool. Bleib drin. Ich geh mal gerade ganz hoch, das ist ein Ei. Okay. Ich bin in der verlassenen Kirche. Ah, da ist auch ein Dings drin. Im Garten irgendwas glitzert. Damit meine ich nicht nur den Turm. Ja, das ist schon gut. So, noch ein gewöhnliches Ei. Siehst du mich? Oh Gott. Du bist aber weit oben. Nice, Palsiel. Ach, hier ist auch ein. Hier ist auch so eine Statue. Ah, ich kann sogar jetzt. Ich habe 4 Stück gesammelt. Nice. Noch ein Tagebucheintrag? Irgendwo. Ah, hier ist.
Schnellreise freigeschaltet. Sehr geil. Da hinten ist nämlich so viel Eisen. Das können wir direkt nehmen oder können wir extrem viel Eisenbarren draus machen? Ja, natürlich. Zuerst sammle ich hier diesen Frog noch ein. Hast du schon einen? Ich habe einen, ja. So, dann skill ich mir mal noch ein bisschen mehr Gewicht. Denn das war doch ein bisschen wichtig. Gehört, diese Wildschweine. Notizen. Was haben wir hier? Tag 8 des Schiffbrüchigen. Zufällig sah ich einen Pal, der auf einem anderen hirschähnlichen Pal ritt. Einen Pal, der auf einem anderen hirschähnlichen Pal ritt. Okay, das brachte mich auf eine Idee. Ich sattelte einen dieser Hirsche und versuchte ihn zu reiten. Es war durchaus bequem und es schien, als könnte ich so meine Erkundungsradius erweitern. Okay, es gibt Pals, die auf Pals reiten. Interessant auf jeden Fall. Nur haben wir noch immer keinen Weizen gefunden. Und meine Rüstung ist auch immer noch kaputt. Wenn wir hier einmal zurückgehen. Ich versuche gerade einmal hier aussichtstechnisch zu gucken. Hat's da einen Quack erlegt? Ja. Wieder deine Sehne zu weit gespannt, oder wie? Also ich sehe, da hinten sieht so aus wie so eine Winterwelt mit orangen Bäumen. Man darf vielleicht Weizen eher finden als in einer Wüstenlandschaft. Könnte ich mir vorstellen. Okay. Ja. Dann, guck mal da. Oh, das ist noch ein Ei. Ein düsteres Jumbo-Ei. Okay, da hinten ist auch noch mal eine Statue zum Schnellreisen. Was ist das da hinten? Ist da noch ein Ei? Nee, was bist du denn? Die so ein Spark. Bist du denn? Ein Joldhog? Au. Okay. Hab's. Ich habe einen Joldhog. Und hier ist noch so ein. Au. Hey. Rush doch nicht weg. Du Rush-Hor. Das war gerade ein bisschen knapper, als mir lieb war. Das war 2 HP. Das ist gerade etwas dunkler, als es mir lieb wäre. Ja, ich würde behaupten, ja, eine Tour vielleicht zurück. Ja. Nee, jetzt habe ich ihn nochmal hochgelassen. So, jetzt hier. Da hinten zur Kirche und dann können wir einmal zurück. Und dann gehe ich, glaube ich, mal hin und farm das ganze Eisen da ab. Muss ich zwar viel hin und her, aber dann haben wir erstmal richtig fett Eisen. Ich kann jetzt schon mal ein bisschen mitnehmen. Slaka. Nee, ist dunkel. Hab doch Angst. Ein Rush-Hour-Fleisch. Kann man das braten? Das kann man bestimmt braten. Hab ich das da mal? Ein Rush-Hour braten. Der braucht aber ewig. Ich mache einfach das da alles hier rein. Ja, hier. Ihr dürft haben. Okay, Aufsichtskanzel. Sie können Anweisungen zur Arbeitsweise geben. Arbeiten, schuften, brutale Arbeit. Arbeiten. Okay.
Ich habe Arbeiten eingestellt. Ah ja. So. Es wird immer mehr von der Karte. Ja. Ja, ja. Sind auf jeden Fall schon gut weitergekommen. Ich glaube, ich gehe mal hin und... Soll ich noch so eine Truhe hier hinsetzen? Oder sollen wir die Truhe erstmal mit all dem Zeug befüllen? Das wäre, glaube ich, auch ganz sinnvoll, weil... Ja, na gut, die Truhe ist halt wirklich massiv. Die ist massiv groß. Ich glaube, man kann nie genug Truhen haben. Ist auch wieder wahr. Auch wieder wahr. Also, den mache ich da auch mal rein. Gut. Mit Heilbaren haben wir denn noch einen ganz wenig Herz. Okay. Dann lass uns einmal hinlegen und dann farm ich ganz viel Eisen. Ich muss noch meine Rüstung reparieren. So, das noch kurz machen. Also Rüstung reparieren. Zack. Und das da weglegen. Reparieren. Ich repariere. Ne, die Metallspitzhacke repariere ich echt. Das wird kaputt. So. Are you ready? For some sleep? I am. Yes. Alright. Reisen wir mal fix fix. Bevor wir reisen, essen wir noch was. Ich nehme mir mal gerade, weil der Pen King kann das nämlich. Ich nehme mir mal gerade den Pen King mit. Da muss Hukratis mal kurz weichen. Der Pen King hat aber Hunger wie sonst was, weil der ist ein kleiner Vielfraß. Der braucht nämlich extrem viel Essen. Der Gute. Kann ich das auch so machen? Das passt so gut. Dann. Wie viel Essen braucht der denn? Das ist ja insane, wie viel Essen der braucht. So. Schnell reisen. Dann reisen wir mal zu der Kirche. Und jetzt wird Eisen aufgestockt. Let's get some iron. Iron, 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 Iron. Zack. 1, 2, 3, 4, 5. Bis die Taschen platzen. Wäre lustig, wenn ich jetzt hier alles Eisen abbaue und dann so ein wütender Pal spawnt. Dem das gar nicht gefallen hat, dass ich dieses Eisen alles abgebaut habe, weil das seine Nahrungsquelle ist. Der bedankt sich, weil du seinen Vorgarten gereinigt hast. Mhm. Da sagst du, hier, nimm nochmal 500. Die du nicht abwerfen kannst. Okay, schon wieder. Ich werde gerade vom Wilderer angegriffen. Oh Gott, ich bin wieder komplett voll. Ist noch ein Wilderer? Sind aber nur Level 1, also passt. Ja, die hast du. Die hab ich. Wir haben ja ein Armbrüstchen. Oh, das ist nochmal ein Barkit. Das will ich mir auch nochmal fangen.
Nachdem ein gewisser jemand meins getötet hat. Böses Lammball. Nicht, dass das ein Lammball war. Aber okay. Da. Erreisen. Immer dahin. Jetzt ist das Farming ganz groß. Ganz groß. Mit Dollspitzhacke. Ich werde ja mal irgendwann auch noch bessere Spitzhacke bekommen. Wahrscheinlich hast du die, ne? Kann das ja gar nicht vorstellen. Oder auch nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, man kriegt halt wirklich keine bessere, ne? Was? Wir sind noch mehr Wilderer. Läufst du rum? Was tust du? Ich hab so eine Lichtmann-Statue gesehen. Also. Ich nehme noch so, ich sehe noch so ein paar Fexi. Fexi, Sexy. Fexi. Bleib hier. Ja. Das stimmt halt direkt. Uncool. Warum muss das direkt sterben? War da oben irgend eigentlich was an der Spitze von dem Ding? Ei. Hä? Ein Ei. Und da wo ich bin, habe ich gerade irgendwie noch mal so eine Liftmonk-Statue gesehen. Genau. Hier. Die nehme ich mit. Guck mal, ich sehe dich sogar. Was ist das rum? Wo? Hallo! Ja, jo. Ach da! Ah ja, warte, da komme ich auch noch einmal hoch. Sobald ich dieses Eisen abgebaut habe. Durch Eisenpropal. Chop, 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 chop. Chop, 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 chop. Hängst du die ganze Zeit Dinger? Ja. Ah, dann ich bin schon wieder drauf. Ist mir auch noch welche übrig. Ein Running. Die Armbrust ist echt viel zu stark. Hm? Ich habe mir tatsächlich den normalen Bogen wieder ausgerüstet, weil ich gedacht habe, sonst bringe ich alles direkt um. Ja, die Armbrust ist, glaube ich, also wirklich ein bisschen zu stark. Muss, glaube ich, wirklich auch hingehen und muss. Und muss das Ganze wieder ein bisschen zurückdrehen. Muss mir da was Schwächeres holen. Level 18. Wie ich das mache. Und wieder so einen Pillowbogen. So einen alten Bogen einfach. Neben dem Bett auch mal einer an. Alter liegt, falls du deinen da reingelegt hast. Nee, ich glaube nee. Ich hab meine nicht aufgehoben. Okay. Da liegt nochmal. Oh, wobei, doch, da liegt ein Dreifachbogen. Dann nehmen wir den. Hey, nee, der Dreischuss. Also ich habe meine jetzt immer im Inventar und je nachdem, wer mir gegenübersteht, tausche ich schnell. Na, ich mache mir nur mal so einen alten. Ich
machen wir einen alten Bogen. Die sind nämlich, die haben nämlich echt nicht so viel Kraft. Die haben nicht so viel Wumms dahinter. Ich brauche auch jetzt nicht unendlich viel Holz. Ja. Oh, einfach klein. Kleinen alten Bogen. Ich noch ein bisschen Erz mitgebracht. So. Nice, der ist auch direkt ausgerüstet. Dann gib mir du. Was denn? Was denn? Coin Streamer. Bewegt sie immer. Durch den Boden rum, oder was? Also ich sehe normal aus. Ja. Sie schwimmen so ein bisschen durch den Boden. Ah, kein Problem. Das ist wahrscheinlich wegen dem Port. Nice. Komme wieder. Keine Fragen. So, dann gehe ich mir die Liftmunk-Statue da oben auch mal holen. So, ich verbinde mich neu. Ach, jetzt sind natürlich hier die Statues. Ich habe einfach instant ganz viel XP bekommen, dafür, dass ich wieder erschienen bin. Schön. Okay. So. Oh no. Okay. Headshots sind immer noch kritisch. Okay. Ah? Ah? Aua! Oh nee, jetzt hab ich. Mann! Noch was. Ha! Gonna catch him all! Bye, Welt! Ein Copyright hier. Ein Copyright. Gott, hier sind aber viele Rushhawks. Hm? Rushhawks? Ja, Rushhawk. Sorry. Boss, okay. Ja. Boss sind Wildschweine. Mit Boar? Nein, die heißen Rush Boar. Ja, mit Boar. Wäre zu warm, ich habe. Okay, ich verstehe. Boah, das aber. Ich habe aber dafür so ein richtig cute kleines Ding freigeschaltet. Ich bin mal gespannt, wann ich das fange. Richtig cute kleines Ding? 12, ein Mini-Igel. Er sieht adorable aus. Ah ja, ich habe genau. Den habe ich. Echt? Ja, genau, den habe ich gefangen. Ich muss mal gucken, was der kann. Süß aussehen. Ja, das auf jeden Fall. Der kann Strom erzeugen, okay.